Ja, wie immer, Herr Plättler, ich freue mich sehr, dass wir das heute machen. Ein bisschen ungewohnt im Mikrofon und in dieser Situation, die eine ganz andere ist, als wir das letzte Mal hatten. Weil wir haben schon mal ein Gespräch gemacht, vor 2 Jahren, glaube ich, auch in dieser Galerie, noch zu anderen Zeiten, nämlich nicht Corona-Zeiten, wo hier noch ganz viele Leute saßen, es deswegen auch nicht so gehalten hat, als es war eine völlig andere Situation. Ja. Und ich freue mich sehr, dass wir es trotzdem machen können, in dieser außergewöhnlichen Situation, die wir jetzt hier haben. Und ich würde gerne Sie auch auf das ansprechen, gleich mal als Einstieg. Schon das letzte Mal, als wir hier alle zusammen waren, war am 12. März, als die Vernissage, Ihre Ausstellung hier, stattfand. Ich glaube, das war eine der letzten Vernissagen, die überhaupt stattgefunden hat, vor dem Lockdown, Corona-Lockdown. Und ich war da zum Beispiel das letzte Mal in einem Restaurant für die nächsten 10 Wochen. Waren wir zusammen an der Vernissage noch im Restaurant. In einer ganz schönen Situation. Auch so mit so ein bisschen dem Untergang, der schon über uns schwebte, dass man weiß, es wird jetzt alles zugehen. Und jetzt werden wir uns 10 Wochen oder etwa 10 Wochen nachher wieder und wieder in dieser Galerie. Ihre super schöne Ausstellung hier, Lovers Lane. Und ich würde Sie gerne fragen, Sie beide, wie Sie diese Zeit, diese Lockdown-Zeit, die Corona-Zeit, wie Sie die bewältigt haben, wie Sie damit gegangen sind, jeder von Ihnen einzeln und jeden aber vor allem auch als Partner. Wir sind ja auch in der Paartherapie schon seit vielen Jahren miteinander und ich kenne Sie auch als Paar sehr gut. Und würde Sie gerne fragen, wie ging es Ihnen einzeln und wie als Paar? Ja, vielleicht wenn ich beginnen darf, Sie haben den Untergang, der da so am 12. März schon über uns geschrieben hat. Ich möchte da noch einen Moment zurückgehen. Das ist für mich so einschneidend. Es war der 21. Februar, wir waren Mitte Februar in der Familie noch ein paar Tage in Wien. Und sind dann am 21. Februar abends ins Kino gegangen, zu dritt mit dem Pascal und ich. Und auf dem Heimweg, auf dem Weg ins Traum, und dann ging so ein Bier trinken und so, habe ich im Traum das Handy in die Hand genommen und habe also die ersten so Fälle in Italien beobachtet. Wurden da beobachtet. Mir ging so wie ein bisschen den Kopf, ich dachte mir, das verwendet jetzt, glaube ich, die ganze Situation. Und es hat die Situation noch sehr viel mehr verändert, als ich mir in diesem Moment vorgestellt habe, also entschieden werde. Wie ist es mir jetzt oder uns in den letzten 10 Wochen gegangen? Man glaubt ja, man sei existent gegen solche Krisen. Ich denke, dass ich erst jetzt so die letzten 2, 3 Wochen angefangen habe, mich selber so zu beobachten, was passiert mit mir oder was hat es mit mir gemacht. Ich habe bis dahin eher so immer auf andere geschaut und mir Gedanken gemacht, ja, ich stelle jetzt eine Veränderung in den Gesichtern oder was auch immer, im Verhalten fest. Ja, ich gebe jetzt auch zwischendurch einmal hier das Wort. Sie können höchstens noch schnell sagen, was für ein Verhalten Sie dann bei sich festgestellt haben. Bei mir, ich denke, also glücklicherweise bin ich nicht einem sehr so wirtschaftlichen Druck jetzt ausgesetzt, wie das der viele Fall ist, so dass ich so auf mich aus besser umschauen konnte oder so wie es innerhalb der Familie funktioniert. Und aber auch so ganz interessiert beobachte, was passiert gesellschaftlich. So, das interessiert mich extrem. Und wenn ich dann so durch die Stadt spaziere, alleine oder zusammen, passt aber jeden Schritt fest, dass so eine doch jetzt auch so mit dem Runterfahren dieses Lockdowns, dass eine doch einigermaßen so, wie nennt man das so,
bedrückende Stimmung herrscht. Die hat sich vermutlich, so wie sich das auch gesellschaftlich zeigt, gehe ich schon davon aus, dass sie das auch hier irgendwo niedergeschlagen hat. Ich bin jetzt 10 Wochen zu einem Zimmer gesessen. Auf die Arbeit hat es an für sich überhaupt keinen großen Einfluss gehabt. Also, ja. Da kommen wir dann. Dann gern, Camilla, Ihr Blick auf diese Lockdown-Situation nach unserer Vernissage hier noch, also den letzten Mal. Wir machen noch einen Mikrofon, wenn die Dom geschleppt sind. Und jetzt ist aber das Halt, aber wenn einfach. Wir machen ohne Mikrofon, dann denken wir. Wir entspannen das auf die Situation. Ja, sehr gut. Einfach genug laut. Okay. Also, wir haben es eben abgelegt. Ballast abgeworfen. Frau Wittemann, wie ist es Ihnen gegangen? Ja, ich habe ja nach wie vor jeden Morgen das Gefühl, dass ich das alles in den Räumen habe, wenn ich morgens die Augen aufschlage. Ich bin immer noch sehr irritiert, auch wenn ich seit jetzt auch schon ein Land seit ich denke. Wir werden immer den Rest unseres Lebens vor Corona und nach Corona leben. Ich bin interessiert und gespannt darauf, wie sich das jetzt in unserer Arbeit umsetzen lassen wird. Ich empfinde es als ein bisschen, ich bin ein bisschen traurig, so als Grundstimmung, weil ich sehe, dass alle Menschen ein bisschen geknickt sind. Und ich möchte gerne den Frühling und den kommenden oder den nahenden Sommer einläuten in meinem Herzen. Und ich merke, es geht eigentlich immer nur, es ist immer auf dieser Bewegung, immer so sich zurückziehen. So diese, am Anfang musste ich wirklich lachen, als ich im Lebensmittelgeschäft war, dann habe ich noch so Witze gemacht und so den Damen oder Herren, die gesagt, ja, es ist wie ein Tanz, den wir jetzt hier aufführen oder Käse und Ecke. Und jetzt merke ich, es ist so, ich glaube, es ist die schwierigste und es ist eine sehr schwierige Situation, die in sowieso zunehmender Distanzierung unter den Menschen jetzt von uns noch mehr Distanz erfordert. Ich finde, das ist so eine Verdoppelung. Ja, man weiß auch, man ist richtig, ist jetzt das Gegenüber, Freund oder Feind. Das wird das irgendwie. Aber also, ich muss sagen, das bereitet mich so nie jetzt, so dieser Virus eigentlich so, bereitet mich jetzt persönlich nicht so große Sorgen, sondern vielmehr, was das mit uns emotional macht, mit jedem Einzelnen und was das so im Kollektiv für Auswirkungen hat. Also, wenn ich hier heute so, wir sind da von zu Hause drei Jahre nicht passiert, da empfinde ich die Situation als extrem bedrückend. Obwohl alle irgendwie, wir sind dann so durch die Bahnhofstraße, so durch den Kreis Heimstraße, Kreis 5 spaziert, sind dann alle draußen. Man ist so eine, ich sage mal jetzt künstliche Aktivität von. Aber irgendwo empfinde ich es als einigermaßen abgelenkt. Für mich ist es so, wie wenn ich in einem Schwarz-Weiß-Film würde, obwohl jetzt Blumen und die Bäume blühen. Und trotzdem ist so meine Vorstellung, ist, ich denke immer, wie es früher war. Und ich kenne natürlich diese Gedanken, kenne ich vielleicht nur so, wie es war, bevor ich Mutter wurde und auch bevor ich mit Daniel zusammenkam. Aber so dieses, wie es früher war und dass alle Menschen das wahrscheinlich empfinden und denken, das ist für mich neu. Und das, ich glaube, das ist in der Luft, das ist wirklich ein schwarz-weißer Alltag. Und nichtsdestotrotz finde ich natürlich extrem wichtig, dass man diesen Lockdown gemacht hat. Und das bestätigt mir in der Feststellung, dass wenn man das nicht gemacht hätte, wären die Auswirkungen für die, ich nenne es jetzt auch noch ganz im Überblick, benachteiligt, also eben sozial, gesundheitlich, auch, das gibt ja verschiedene Facetten, das wäre dann auch sehr viel verdient. Also ich finde, es ist die dringlichste Aufgabe jedes
demokratischen Status, dass jetzt sich der Verantwortung an ihm für die, wie auch immer, geschlechtliche Stellung. Wenn das nicht so wäre, fatal, also man sieht ja Beispiele da, genau diesen Schulterstaaten, das ist ja, da passiert das Gegenteil. Und ich empfinde auch, wenn man hier so jetzt die letzten zwei Wochen durch die Straßen spaziert, ich mutmaße nur so die untere Hälfte, was auch immer, ohne es zu klassifizieren, einfach nur feststellen, glaube ich, nur die untere Hälfte der Gesellschaft schickt auf der Straße zu sehen, die sich mehr leisten können, die sind alle zurückgezogen, die haben andere Möglichkeiten, um sich irgendwie das Leben zu gestalten. Das finde ich extrem bedrohlich. Also das finde ich dann, diese Auswirkungen des Virus finde ich sehr viel verheerender als eben die Gesundheit. Das ist so ein Symptom, oder was das dann alles mit sich bringt. Und wir wissen ja wahnsinnig viel, ja. Also jetzt auch wir als Familie oder als Paar, wir haben genug Platz, wir sind glücklicherweise umgezogen im Oktober, ja. Und haben jetzt auch eine Wohnung mit Türen, die man schließen kann, das ist ein riesen Vorteil. Wir sind uns das erst nicht bewusst geworden, während dieser Zeit, als wir wirklich zu bieten, wir haben nach 24 Stunden zusammen unter einem Dach gesessen haben. Ich bin auch sehr froh, dass wir noch ein kleines Atelier haben, wo ich hingehen kann, weil ich schon finde, dass die Situation immer zu dritt im gleichen Raum zu sein oder in der gleichen Wohnung zu sein, birgt doch einige mögliche Erholungspunkte. Und ich finde, wir haben recht Glück gehabt, dass wir uns irgendwie nicht so stark in die Waage geraten sind in dieser Zeit. Und ich würde auch ganz sagen, es hat mit der räumlichen Möglichkeit zu tun. Nicht vorzustellen, in einer 2,5-Zimmer-Wohnung ohne Badewohnung und mit all dem Hellung. Ja, und auch mit einem schwellenden Essensstreit oder mit einer schwierigen Situation mit dem Kind oder mit Krankheit. Also ich empfinde diese Situation für uns persönlich als äußerst angenehm. Ja, da machen Sie jetzt einfach gerade so ein bisschen den die Überleitung zu Ihnen als Paar. Es ist lustig, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, wahrscheinlich per Zoom oder irgendwie virtuell, haben Sie beide noch gesagt, eigentlich ist es für uns ähnlich wie immer. Wir haben ja diese Situation sowieso immer und ich bin jetzt nicht überrascht, aber es fällt mir auf, dass Sie beide jetzt ein paar Wochen später das schon ein bisschen anders empfinden. Und ich glaube, es geht uns allen irgendwie, dass es eben so langsam anhängt, oder? Dass man sieht, da verändert sich was, auch politisch, wie Sie gesagt haben. Also da könnte man jetzt auch noch sehr lange drüber reden, finde ich sehr spannend. Und würde trotzdem gerne jetzt nochmal zu Ihnen kommen als Paar. Also, so wie die eine Frage, wie. Was macht das? Was hat das mit Ihnen gemacht als Paar? Würde ich versuchen, ein bisschen zu differenzieren. Was ist da passiert bei uns beiden? Und auch, was hat es mit Ihnen gemacht als Künstlerpaar? Sie sind ja ein Künstlerpaar. Also als Paar würde ich sagen, das ist eigentlich so wie wir sehr oft reagieren. Daniel, würde ich sagen, du siehst das eher schwärzer als ich. Also Daniel hat auch schon gesagt, im Februar, als er die Nachrichten aus Italien gehört hat, hat er das schon verkündet. Und ich bin dann so, ich versuche das dann immer auszugleichen und sage, nein, niemals, das kommt nicht so bei uns an. Und ich denke, das ist jetzt auch in dieser Krise, nicht bei uns zu Hause, sondern in dieser Krise auf der ganzen Kugel. Ich merke so, dass ich immer dann so das ein bisschen schön reden muss, damit ich das überhaupt ertrage. Und Daniel ist eher so der Realist auch. Oder? Ja, ich finde, ja, das ist so sagen, ja,
was ist mit uns als Paar, als ich, was ist mit das ist. Wir haben uns da nicht abgesprochen oder uns berücksichtigt. Also ich finde, so die letzten 10 Wochen habe ich so eine Wellenbewegung auch zwischen uns, was die Nähe anbelangt, festgestellt. Ja. Ich habe mir das in den letzten Tagen überlegt. Und also Nähe hat jetzt so, ich sage mal jetzt im fortgeschrittenen Alter wie bei uns, hat das ja so die Nähe lässt dann auch so mehr Sexualität zu, als wir nicht mehr nur so auf Lust basieren, lässt das sehr viel die Nähe, die Sexualität eher zu. Und das empfinde ich so als eine Bewegung. Und ich denke, das hat extrem mit den äußeren Umständen zu tun, also dass man sich da irgendwie beeinflussen lässt. So, zu Beginn empfand ich die Zeit näher, weil es irgendwie so, ja, man wollte sich so natürlich so die Nähe, so die man solidarisierte sich so zueinander, so der Kern der Familie. Und dann kam eher so eine Phase, wo jeder so mit sich und sein Problem und den Umgang mit der Situation sich zu beschäftigen begann. Fand ich weniger nett. Also ich weiß nicht, das ich hab, das ist ein altes Problem, das wir haben in unserer Beziehung, dass ich durch das Zusammenarbeiten, Zusammenwohnen, zu Hause arbeiten, ein Kind großziehen zusammen, da ist es so viel Nähe, dass ich manchmal eben vermisse, dass man sich trennt. Und also wieder den Tag draußen verbringt und wieder trifft und dann wieder erfreut ist, dass der Mann wieder nach Hause kommt oder die Frau. Und das ist jetzt natürlich so auf die Spitze getrieben worden, weil jetzt ist auch immer noch, neben dem, dass wir nicht mehr zu Hause sind, haben wir auch immer noch unseren Sohn, der hat zu Hause. Aber ich finde auch, in die Schule geht. Genau, und die Intimität zu leben ist für mich ganz stark mit Privatsphäre. Und das ist auch in einer Wohnung jetzt in Kühren, ist das trotzdem unter diesen gegebenen Umständen, finde ich das nicht sehr lustförderlich. Ja, das gibt es. Ich glaube, es hat. Auch mit der eigenen Befindlichkeit zu tun, viel weniger nur was als Reaktion auf das Gegenüber, sondern so, was macht es mit einem und wie reagiert man dann auf den anderen oder auf die Umstände, als nur so die direkte Interaktion oder als Reaktion auf dich und Reaktion auf die Umstände, sondern von jetzt, ich kann auch nicht sprechen, von mir aus, was passiert von mir, was ist meine Reaktion auf meine persönlichen Empfindungen oder Gedanken. Ja, Sie haben es ja vorher beide eigentlich ganz gut beschrieben und ich finde das super spannend, das ist eigentlich das, was Sie gesagt haben, prototypisch, was Sie erleben. Es war angefangen. Sehr, sehr, die es eigentlich gut haben miteinander, die auch, wie Sie ja gewählt haben, sehr nah zusammen zu sein in ganz verschiedenen Bereichen. Und trotzdem ist es jetzt eine entzündende Nähe. Es ist nämlich beide, wir machen das nicht, weil wir so Lust haben, tageweise alle miteinander in der Wohnung zu sitzen, sondern es ist, wir müssen das machen. Und darum finde ich, es hat was ganz Spannendes, auch das, was Sie und Herr Melcher gesagt haben. Es ist so eine Mischung. Und die Wellen bewegen zuerst zur Dankbarkeit, zum Glück bin ich nicht allein, oder? Die sind durch die alle alleine sitzen jetzt seit Wochen, die haben es echt schwer. Das ist für mich ganz schwer. Zum Glück bin ich nicht allein, zum Glück habe ich jemanden, den ich halten kann, der meine Küche nicht ansteckt oder sowieso ansteckt, weil ich keine Distanz halten muss. Oder? Und andererseits dann schnell, ich muss ja, ich bin quasi verurteilt jetzt. Ja, ich finde, also für mich ist es auch so, dass die ganze
Sehnlichkeiten, der Erotik hat etwas auch mit Entspannung zu tun. Und ich stelle mir vor, für mich ist es so, wenn im Prinzip so mehr oder weniger vieles zusammenbricht rund um mich herum, habe ich irgendwie, ist meine Lust auch nicht gerade als Nummer 1 Thema präsent. Das finde ich auch noch. Ich habe gelesen, dass die Kondome ausverkauft sind. Das war tatsächlich in der Anfangsphase, als man gedacht hat, oh wow, jetzt ist meine Liebste oder mein Liebster immer. Jetzt haben wir 14 Mal in der Stunde, haben wir jetzt 6, da müssen wir alle Kondome. Und das letzte Mal, wir haben das schon, müssen wir noch alle Kondome kaufen. Ich glaube, dass auch die prophezeiten Geburtstagsanstiege irgendwie 7 Monate nicht unbedingt einfällt, vielleicht in 7 Monaten, dann in 9 Monaten, vielleicht ist es nicht ab. Also, ja, ich glaube, das wird uns wirklich extrem stark prägen. Wir sind durch den Kreis 5 hierher gelaufen und dann musste ich ein bisschen lachen, weil wir sind an einem Geschäft vorbeigelaufen, das verbarrikadiert war und da stand der Rundig Outlet. Und ich fand das so, es fand das richtig symptomatisch für diese Situation. Also ich muss sagen, ich finde es für mich persönlich beeinträchtigt das auch die Lust. Ja. Also ich würde jetzt gerne hier von diesem etwas düsteren und wo ich total weiblich und wo ich sagen muss, ich sehe das genau bei meinen Paaren, die ich habe, dass es eben so passiert, das war Ihnen auch, würde ich doch gerne zu dieser Lovers Lane kommen, zu dieser wahnsinnig, finde ich, schönen Ausstellung, wo ja immer aus Paaren, immer ein Bild von Ihnen und ein Bild von Ihnen zusammengestellt steht, diese Ausstellung. Und ich finde die wahnsinnig schön und finde sie auch ziemlich anders als die Sachen, die Sie bis jetzt gemacht haben. Und als Sie hier gearbeitet haben, es aufgehängt haben und am Ende so dieser Planungsphase waren, da waren sie bei mir, das war gerade vor dem Lockdown, und da hatten sie ein totales Hoch. Sie waren. Also, das war ganz schön. Mir ist es fast nicht möglich. Das war das Fragen. Doch, für ihr Begriff. Ich mag nicht. Ich glaube nicht, weil ich ja. Nein, das können Sie jetzt nicht abschreiben. Sie haben es super gut miteinander und haben auch schön erzählt, was Kunst und das gemeinsame Kunstmachen mit Ihnen macht. Und das, da würde ich Sie gerne jetzt einladen dazu, zu sagen, so ein bisschen grundsätzlich, was macht die Kunst mit uns als Paar? Was macht sie mit unserer Intimität, mit unserer Nähe, mit unserer Lust, was immer, unserer Paar-Erotik? Zieht sie eher ab oder entsteht eine Konkurrenz oder baut sie noch etwas Neues auf damit? Und der andere kann man zwar, das ist was sehr Erfüllendes ist. Also ich denke, was immer zutrifft, je intensiver wir zusammenarbeiten, desto intensiver ist unsere Liebe zueinander, wird intensiver gelebt. Ich glaube, das Geheimnis unserer Beziehung ist nicht unbedingt, nicht mehr Zeit zusammen zu verbringen und nicht eben diese Zeit zusammen zu verbringen, sondern die Intensität, die wir dann miteinander leben, die bringt uns wirklich zusammen diese Bilderreihe zu erstellen, das war extrem intensiv und darum blüht dann die Liebe auch auf, weil die auseinandersetzen. Das ist ein gutes Gefühl, weil durch die Intensität, also wenn man das nicht zulässt, so jetzt mit der Arbeit, dass es uns dann auch was macht, viel besser gehen. Also wenn jeder so vor sich hin muss und so mit der nötigen Distanz, dann ist das sehr klassisch, dann lädt man sich auseinander und wenn man zu weit auseinander steht, verliert man sich. Also das ist so. Und das geht uns schon aus. Ich finde, jetzt so, wir haben diese Ausstellung so über 6-7 Monate vorbereitet. Und das war eine wirklich tolle, intensive Zeit, weil die Arbeiten auch so auf den Dialog ausgeglichen sind, da können wir vielleicht später noch etwas dazu sagen, wirklich so auf den Dialog ausgeglichen sind, das bedingt hat, dass wir uns wirklich aufeinander einlassen und eingelassen haben. Und dadurch, ja, meine auch
persönliche, noch nähere Situation jeweils entsteht. Wir haben immer anfangs mit einem neuen Zyklus beginnen in unserer Arbeit. Und immer sind wir relativ still, weil es dann auch sehr oft noch so dieser Konkurrenzkampf ist zwischen uns zwei. Wer hat noch die bessere Idee als der andere? Und dann nach dem Faustschlag von der Grundidee, dann wird das für mich so wie ein Genuss. Also dann ist auch plötzlich Kritik möglich, gegenseitig. Und dann ist es wie so ein Spiel für mich zwischen uns. Genau, da können wir vielleicht auch noch einhängen. Ich würde ganz gern euch Sie jetzt bitten, da etwas über diese Arbeit zu sagen, die doch anders ist als andere Arbeiten, wo Sie sich eben, glaube ich, deutlich mehr aufeinander bezogen haben. Wie ist das entstanden? Sie haben vorher von jemandem das Stichwort Konkurrenz genannt, was ich total wichtig finde, aber es nicht einfach auszublenden. Sie sind ein Künstlerpaar. Es wäre ja ganz eigenartig, wenn es keine Konkurrenz gäbe. Wie, wo äußert sich die und wie haben Sie dann hinbekommen, dass es diese doch sehr hoch ist? Eine Konkurrenz, die entfacht natürlich in der ersten Linie weiter so konzeptioneller Farbbau. Das wird dann sehr kompetitiv, wird dann so wie sich mit den jeweiligen eigenen Ideen die Reihe durchsetzen kann. Wenn es dann um die Umsetzung geht, ist das wie weg, dann sind wir auch kreativ verklagt. Und hier ist es etwas schön, dass für ein jeweiliges Bild war, jedes einen Beitrag leisten musste. Und dieser Beitrag aber auch auf das Gegenüber abgestimmt sein sollte. Und insofern waren da diese kognitive Art und Weise gar nicht vorhanden, weil jeder wusste, er muss auf den anderen reagieren und nur dann wird es eigentlich ja. Aber es gab schon Phasen, wo wir ziemlich stark uns eingemischt haben in die Arbeit des anderen und dann ist es schnell wieder. Dann in der Schnelle ein Konkurrenzkampf. Ich mag mich erinnern, dass wir anfangs, zum Beispiel jetzt auf der fotografischen Seite, ganz anders gedacht haben. Ja, und aber das hat aber weniger Sinn mit uns. Da mag ich mich an Gespräche mit den Galeristen erinnern, die so wie Hinweise, sie haben es gar nicht formuliert, wir hatten das erst so in etwas wie darüber gesprochen haben, realisiert, dass das so gar nicht funktioniert. Und das finde ich jetzt so, sind ganz typische, wie soll ich sagen, Entwicklungsstufen innerhalb einer Ausstellungsvorbereitung immer bei uns. Also das ist ja, also ich mag mich da jetzt in den letzten beinahe 20 Jahren nie erinnern, dass das sich da so kontinuierlich irgendwie entwickelt, da sind so Abbrüche und die einen irgendwie sehen und grundsätzlich es noch einmal zu überdenken, was jetzt hier so bei der Fotografie passiert. Ja, also beispielsweise, es ist auch bei der Malerei ein Ziel, dass zum Beispiel ich habe viele, wie soll ich sagen, intensivere Bilder auch gemacht und Daniel gezeigt. Und dann haben wir auch zum Beispiel gemerkt, dass das dann schwierig wird mit seiner Reaktion fotografischer Art und Weise. Also das ist schon so empfinden oder so empfinde ich es, dass wir uns immer wieder auch anpassen in unserer jeweiligen Arbeit. Und ich glaube, das war jetzt auch so das Spezielle in diesem Zyklus, dass wir jetzt nach 20 Jahren gemeinsamer Arbeit vielleicht auch bereit waren oder reif waren und reif genug waren, sich wirklich einzulassen und auch nicht zu beharren auf dem eigenen Standpunkt. Weil ich habe das immer wieder in unserer Arbeit stark so empfunden, dass man eben gerne bei seinem eigenen Standpunkt so lange wie möglich bleiben möchte. Und hier, glaube ich, haben wir uns früh lösen können und uns dem anderen ein bisschen mehr geöffnet. Und war das jetzt einfach ein Prozess, das ist passiert und so ein bisschen zufällig, glaube ich nicht. Aber, oder war das etwas, was Sie sich vor
heißt ja Lover's Lane, das ist ja auch ein Name, der etwas evoziert, oder? Der eine Art der Assoziationen weckt. Und es ist, das was Sie sagen, Sie haben sich aufeinander so eingestellt, auch finde ich ganz anders als bei anderen Arbeiten. Ich glaube, es war eine Sehnsucht von uns. Wir haben viel darüber geredet, wie können wir näher zusammenkommen. Wir sind ja sehr verschiedene Typen, also wie jedes Paar. Und ich glaube, es war für uns beide eine große Sehnsucht. Und wir haben jetzt ja auch über die Jahre immer wieder Versuche unternommen, uns anzunehmen. Also Sehnsucht ist schön, so weniger geplant als gefühlt, oder? Ja, das ist so meine Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass wir immer mehr verschmelzen als Künstlerpaar. Was Künstlerpaar? Das weiß ich. Ja, also nicht, es ist ja wahrscheinlich, es geht genau auseinander. Wir sind 20 Jahre zusammen als Liebespaar. Und da ist die Verschmelzung wahrscheinlich am Anfang größer als nach 20 Jahren. Und als Künstlerpaar ist es vielleicht umgekehrt, dass man da immer sich näher kommt. Vielleicht ist das dann die Entschädigung fürs. Das würde ja dann zusammenarbeiten. Das würde ja dann heißen, nochmal zu der Intimitätsfrage, dass die Intimität sich dann ein bisschen verlagert in die Kunst. Ja, ich glaube schon. Das ist ja auch, ich würde mal sagen, in der Kunst, über die Kunst zu sprechen und zu arbeiten zusammen in der Kunst. Lässt Intimität vermutlich einfacher zu als im Alltag. So, im Alltag nennt sich das ja dann oft, sehr oft einfach so was Körperliche. Ja. Und, vielleicht ist es schon so, dass jetzt, ich kann nicht ganz verstehen, für mich so, dass ich im Alltag, im Privatleben, mehr habe ich Intimität mit Pascal nur die Sexualität austauschen. Viel weniger so mit im Gespräch oder so im Austausch. Und hingegen dann in der Kunst finde ich, dass das sehr wohl so Barrieren geöffnet werden, der Kunst wegen, dass das so sehr viel. Es ist eine, ich finde die Nähe ist, also ich finde die Nähe großartig. Ja. Ich denke. Aber du misst das, dass ich, also ich finde, dass ich noch gar nicht so etwas verschieden. In der Beziehung, also im Privaten, leben die Intimität der Sexualität. Also ich finde das reicht. Ich finde, weil wir noch die Kunst haben, dann sonst ist das wie. Ich finde es wunderbar, in der Kunst können wir diese Intimität, diese Nähe und dieses intensive Reden auch, also da teilen wir das ja ganz extrem. Ja, da mache ich mich auch so die absurdesten Gespräche immer, so eben so auf konzeptioneller Ebene, also auf gegenseitig, wie man nachdenkt, wie nicht in der Kunst sprechen, das so angehen will. Ist das jetzt ein Show oder ein Ausflug? Aber in der Kunst ist es klar. Für Sie meine ich habe mir jetzt gerade noch überlegt, ob vielleicht, warum Sie haben ja gefragt, warum ist das jetzt diese Serie so anders? Ich habe mir überlegt, ob vielleicht so die letzten Jahre etwas damit zu tun haben, dass ich. Du hast auch eine Art von Hormonstrennung. Das ist jetzt mir nein, aber ich denke, dass. Das ist nicht so. Ich denke, die Kunst ist vielleicht auch ein Stellvertreter und kann eine Rolle übernehmen. Meinst du, das ist das so? Ja, das ist ja unseriös. Also, ich möchte da meine eigene Beobachtung, ich kenne Sie ja schon ziemlich lange, Sie beiden, und ich würde da doch gerne noch meine eigene Beobachtung einfach dazu stellen, dass ich das Gefühl habe, dass Sie bei dieser Ausstellung wirklich am Schluss einem Hoch waren, das alles beinhaltet hat, was Sie auch so genannt haben. Das war total schön, nach so langer Ehe oder auch so lange schon zusammenarbeiten. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass die Kunst
etwas ermöglicht, was sie wahrscheinlich nicht hätten sonst als Mann oder nicht so holen. Und was ich, was mir auch eingefallen ist, als Sie jetzt gesprochen haben, ist, dass Sie ja schon seit 10 Jahren in die Partnerung gekommen und Leute sind wirklich, also ich habe wenig Klienten, die das so machen wie Sie, die es einfach als Prävention, auch als Raum, wo man noch mit jemand anderem irgendwie über Sachen spricht, wo ich finde, das findest du in dieser Identität, wo Sie schon gesprochen haben, jetzt gesprächsmäßig sehr oft da ist, in diesen Sitzungen oder angeregt wird und Sie es dann mitnehmen und wieder kommen und wieder darüber berichten und oft so, wie jetzt auch so, so dass es einen Flow gibt, wo Sie wirklich sagen, ah ja, jetzt werde ich darüber sprechen, fällt mir auf, das und das. Und das finde ich, da machen Sie das. Oder? Das ist ja auch eine Wahl, die Sie eben schon haben. Sagt ja niemand, hier, wir sind seit 10 Jahren mit dem Papa. Nein, also ich glaube, das leisten wir uns so ein wohl weiß ich oder wohlwissend, was wir davon haben. Und es ist ja so, dass anfangs ich unbedingt in diese Paartherapie wollte und Daniel sofort dann aber auch aufgesprungen ist. Und ja. Mittlerweile ist es so, dass er Daniel, ich sage dann, was willst du, es geht ja alles gut, wir können das ja eigentlich, ist das auch, ist das auch gut, so wie es ist. Und Daniel steht noch darauf und er hat recht. Also ich bin vorher noch weitergekommen. Ich würde ganz gerne, wenn Sie mögen, Sie jetzt nochmal bitten, ich habe es ja gehört, es wäre völlig schön, zu einem Bildpaar Ihrer Wahl vielleicht noch was zu sagen. Ja, das finde ich gut, weil es ja so wenig gut wird, auch so, dass wir so jetzt, dass wir oft fragen, wenn dann jetzt an uns herangetreten sind, ja, was, das mit einem eigenen Abgesuch oder wie es entstanden ist. Das finde ich gerne. Ja. Vielleicht zu machen und nehmen wir ein Beispiel dann aus nächsten Mal. Und sind ja immer da so diese Bildbare und wir machen, dass wir dieses da, dass wir da dieses Kind nehmen, was ich kann mehr sagen zusammen. Und das farbige Casting, etwas gerade anschauen. Genau, dann können wir vielleicht auch ein bisschen erklären, wie diese Bildserien und diese Bildpaare entstanden sind. Es ist so, dass im Prinzip war das wie ein Ping-Pong-Match zwischen Daniel und mir. Wir haben uns gegenseitig die Motive und Bilder zugespielt. Und der andere, der etwas anderes hat, damit reagiert. Und das ging dann oft wochenweise hin und her. Also ich habe zum Beispiel, ich bin immer diese Encaustic-Arbeiten gemacht hat und die Malerei und diese Bilder aus Lycra-Stoff Daniel und immer die Fotografien gemacht. Ja. Und es war so, dass jeder von uns nach der Konzeption sozusagen in seine Gemälde zurückgegangen ist und Vorschläge erarbeitet hat und den jeweils anderen eingeladen hat, ihn oder sie zu besuchen. Und ich glaube, wir haben da mit großer Offenheit uns immer wieder gegenseitig inspiriert und inspirieren lassen. Also, Sie haben je einfach mal was gemacht, ja. Und dann sind Sie zusammengesetzt. Also, man kann jetzt bei dem, kann man so jetzt, also kann man so die, erlaube mir, dass ich so eh so hätte, so mal mich erinnern mag, dann ist es ein Chaos, okay, das ist wird das ziemlich am Anfang entstanden ist, das habe ich extrem angesprochen, so mit diesen leuchtenden Farben. Das hat den Nick gesehen. Und das ist so passt ganz auch für uns dann so diese schönen Adjektive, die das gehen ja auch. Ich habe dann versucht, das wäre jetzt sehr oberflächlich klar, so irgendwie, dass ich das so farblich gegen das abstimme. Das ist ja, glaube ich, in der ganzen Reihe sinnlich. Viel Medien ist da so diese inhaltliche Ebene. Und das ist jetzt eine Bildlagerung, dass diese Fotografie heißt San Antonio. Und das ist, man sieht da die Lagerung einer Kirche in Genua. Und im Vordergrund so der Grüne, die Vegetation, da
was du mit diesem Erfahrungsgebiet gesagt hast. Und es war mir dann so auf meine Art und Weise extrem wichtig, auch irgendwie so emotional auf das zu reagieren. Und dass diese Kirche in Gleno, diese San Antonio, ich mag mich ganz genau erinnern, als ich dieses Foto gemacht habe. Das ist noch nicht so lange her, das war ein schöner Moment. Und der vegetative Teil in diesem Bild, das ist nicht Tokio, weil ich allein im Parkal in Tokio runter mit der Tatian allein rumspaziert. Mag mich ganz genau erinnern, wo ich bin und unter welchen Umständen diese Arbeit. Das ist so wie meine Antwort auf jetzt im Konkreten auf dieses Chaos-Ticket. Und da kam es zuerst, kam dann eben mit einem Fotovorschlag, also mein Bild war lange nicht fertig. Nein, ich muss es noch anders sagen. Zuerst war unter dem Wachs ist Malerei und zuerst habe ich Daniel nur die Malerei gezeigt. Und dann haben wir darüber diskutiert, dass die Farben so ein bisschen zu intensiv sind und dann habe ich ja mit dieser Chaos, das ist Wachs, das dann auch gekauft wird, haben wir, oder habe ich reagiert. Und bei der Fotografie war es auch so, Daniel hat zuerst einen anderen Vorschlag gezeigt, der viel, viel bunter war, als was der jetzt ist. Und dann haben wir wieder herausgefunden, dass dann diese Bilder nicht harmonieren, sondern konkurrenzieren. Und dann hast du wieder reagiert. Da ist es so exemplarisch, wie wir hier gearbeitet haben. Das ist immer wieder hin und her. Aber ich sage mal, so der formale Anspruch, den würde ich jetzt viel weniger richten. Ich sage mal, dass diese Bildbarkeit dann die ganze Reihe so halbwegs harmonisch, also wirklich das Bild macht, daher kommt sensibel voraus. Aber mich interessiert wirklich so diese inhaltliche Ebene, weil Pascal ja ihre Emotionalität dieser Arbeit gegenüber jeweils mit der Titel ganz anders formuliert. Ja, das ist San Antonio, die Fotografie, das ist ein bisschen dann liefere die ihn dann, weil meistens, ich weiß es gar nicht, aber meistens waren zuerst die Antikalten, weil ja die Fotografie war es eh klar, wo das ist. Weil ich habe vielleicht, wenn ich zwei, drei Fotografien gearbeitet habe, das kann mir dann oft anders selbst auch darüber nachdenken, welche Fotografie setzt sich im Titel durch. Also das sind ja auch sicher nicht, weil es hat ja nicht so explizite Titel, dass er da irgendwie in diesem Quartier, was ich jetzt nicht ganz mehr genau weiß, aber es gibt auch andere Arbeiten, wo sich dann irgendwie, ich sage mal jetzt auch aus einer Empfehlung hinaus, haben sich dann die Titel durchgesetzt. Und was wir natürlich auch eigentlich dann für den Betrachter oder die Betrachterin bieten möchten oder offerieren möchten, das ist ja dann durch die Titelgabe, ist das natürlich so, was wir meinen, dass da Räume entstehen. Mhm. Und zwar bei jedem einzelnen Bessel hat einen eigenen, für jeden Mensch hat wieder ein eigener Bericht dafür erhalten. Und genauso ist es dann mit den fotografischen Arbeiten, wenn man da zwar sich örtlich ein bisschen anbindend, aber dann trotzdem immer wieder merkt, ja, es sind ja mehrere Orte übereinander. Ja. Und das ist so, finde ich, auch in diesem Zyklus interessant, dass wir etwas anbinden, wie wir das sehen und es benennen. Und da ist es aber eigentlich dann für jeden und jede ist es auch schon dann zu handhaben. Ja, spannend ist es nicht so jetzt, also in die Runde schauen wir da so, wenn wir das ausgeführt hat. Das habe ich mich jetzt bei den Fotografien ganz so wie auf der Gegenseite der Gruppen stattfinden, also jetzt in dem so die sind tatsächlich fast ganz selten. Das ist ja noch spannend, so dass es so atmosphärisch dann
mit der Bildung zu tun hat oder inwiefern man es auch so unterbrechen darf, was Bildkomposition ja trotzdem von uns entwickelt. Für uns sind immer die Titel das Titelgeben und der Werk ist immer ein wichtiger Prozess und auch eine relativ lange, weil wir finden, dass man eben Räume öffnet mit Titel. Ich mag das nicht. Ich finde das immer eine Chance, ohne Titel oder Nummer 1 bis 15. Genau. Also, wir lesen beide wahnsinnig gerne. Und so die Kraft und die Kunst, die in Worten steckt, ich finde, die muss man eben auch in die Kunst hineinhalten, weil man würde sonst etwas verschenken. Wenn ein Arbeiter das haben, wenn das Bild nicht beseelt heißen würde, sondern 15, dann würde das sehr nichts mit mir machen. Und ich finde dann diese Geschenke, die sie da. Ja, das geht jetzt rein, dieses will ich natürlich auch. Ja. Das ist die Begründung mit Nummer 15, wäre für mich auch schwierig gewesen, darauf zu reagieren. Ja. Das ist ja auch umgekehrt, das sieht ja auch umgekehrt aus, dass ich zuerst das Foto passt, das ich gesagt habe, und sie dann mit der Malerei darauf reagiert hat. Ja, muss sie nicht einfach mit der Malerei formal und dann noch mit das inhaltlich. Und also ihr könnt eigentlich über jedes Bild haben, so was erzählen. Es ist natürlich immer auch ein Tag im Leben von uns, es ist natürlich eine Phase, weil es alles auf gemeinsamen Reisen Fotografie. Ist ja schon vielleicht auch der Name. Können Sie noch was zu Namen sagen? Ja, also Lobeslesen ist ja so ein vieldeutiges Begriff. So, also nicht lese ich nur einmalig gesetzt. Nein. Und das finde ich natürlich so, dass es eigentlich so die Freiheit der Künste, dass man eigentlich. Ja. Es ist ein bisschen ein Spaziergang durch unsere 20-jährige Beziehung. Man kann so die Regeln übersetzen, aber es gibt ja auch diese Übersetzung, so diese Literasse. Da gibt es gut im Netz mal ein Nachdruck irgendwo in Deutschland, wenn die Sache losgeht. Nein, ich weiß, ich habe den Namen ausgesucht. Das habe ich erst später herausgefunden, als ich das erst als ich den Namen habe. Ja. Und also ich habe mich total gefreut, weil ich den eigentlich noch so natürlich so überlegen kann. Das muss man auch verstehen. Ich finde das ein guter und ich dachte, okay, das war keine ausgeschlechte Intention. Also ich würde auch sagen, dass dieser Zyklus bedeutet auch für mich, dann bin ich auch etwas ganz Neues ein in unserer Zusammenarbeit, weil wir jetzt, ich glaube, wir haben viel Vertrauen aufbauen können und auch gegenseitig oder so. Ich bin guter Dinge und ich traue dir zum Rauset. Das habe ich auch schon gemacht. Als Mitglied. Jetzt haben Sie das durch. Ich hätte Ihnen gerne eine kleine Aufgabe. Und zwar würde ich Sie gerne bitten, und zwar ganz spontan, nicht lange suchen, je füreinander ein Bild aus. Okay. Also drei, eins für Pascal. Ja, das ist jetzt sehr schön. Das Bild war, muss jetzt natürlich eher aus diesem Raum sein. Obwohl das eines der Lieblingsbilder von Pascal ist, glaube ich. Aber ich muss für mich, ich weiß schon, was ich das mir am besten gefällt. Aber ich muss ja jetzt sagen, es für mich auch so. Ja, Sie sind allein zu Pascal. Es so muss nicht das sein, was Pascal am besten gefällt, sondern das ist das. Das ist ein Lumpf, Pascal. Das ist eine gute Idee, dann ist es gut, ich lese es auch als Problem. Machen Sie auch, Sie lesen es als Problem. Sie ja, ich stehe das gar nicht. Welches? Das der Teufelsberg. Und? Und grenzenlos. Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Ja. Und ich nehme Entdeck von Kokorowitsch. Ja, das weißt du, dass wir das sehen. Das weiß ich. Aber es ist nicht ganz erstaunlich, weil ich also, ja, sagen Sie mal, ob Sie das gewählt haben und Sie dann auch was nehmen. Ja, ich glaube, dass so das nahezu Absurde in diesen Fotos mit so profan worden ist, das Witzige ist, das das ist ein Bild, das gefällt Pascal. Und die doch, so sage ich mal, jetzt so im Vergleich zu vielen anderen Malereien so sehr exzessiv. Ja. Ich glaube, das entspricht sehr. Ja, ich
relativ Charakter. Schön. Und ich sage noch schnell etwas zum Teufelswerk. Das ist, ich würde sagen, so vielleicht eine ideale Vorstellung von Landschaft für Berlin. So eine städtische Landschaft, die aus verschiedenen Städten zusammengesetzt ist und mit unterliegenden Städten von Berlin. Und ich finde immer, dass man dieses turmartige Gebäude, das ist so eine Mischung aus Silo und Moschee und Turm, und ich finde, das hat so etwas wahnsinnig architektonisches. Dann ist dieser dramatische Himmel, und ganz schön finde ich dann so meine Reaktion, ich weiß zwar gar nicht mehr, um was reagiert hat, das wäre dann so meine Variante zu gleichen. Das ist der Teufelsberg und der Endenspunkt. Super, danke für die Herzen. Schön, super gelöst. Vielen Dank. Gut. Wollen Sie noch was sagen zu dem Buch? Nein, also nur, dass wir da eine Publikation gemacht haben mit David Lichtens, einem befreundeten Grafiker von uns. Mit dem haben wir mit diesem Beispiel schon viele Bücher gemacht und wissen das Arbeit sehr zu schätzen. Ist so jetzt, sagt man, wenn ich sowas. Die Verwendung auch so, natürlich für all diese anderen Freunde, die auch in der Kraft haben. Ganz herzlichen Dank für das super interessante und schöne Gespräch. Wir bedanken uns, ja. Alles Gute, ja, für die beiden. Für die nächsten 10 Jahre bei Ihnen. Genau, bei dir und zusammen. Ja, danke.